Hallo, liebe Zuschauer, ich darf Sie nach doch schon etwas längerer Zeit ganz herzlich zu einem neuen Live-Interview mit dem bekannten Geistheiler Sananda begrüßen. Hallo, Sananda, auch dich darf ich im Namen unserer Zuschauer ganz herzlich zum heutigen Interview begrüßen. Gott sei Dank hat es mit der Technik geklappt, die versucht uns immer wieder eine kleine Falle zu stellen, aber wir haben es überwunden. Leider können wir uns heute nicht persönlich treffen, wie zuletzt am schönen Bodensee, aufgrund der wieder einmal etwas ungünstigen Umstände. Nun, liebe Zuschauer, für diejenigen von Ihnen, die Sananda vielleicht wirklich noch nicht kennen sollten, darf ich Ihnen hier an dieser Stelle nochmals kurz für Sie vorstellen. Sananda ist einer der weltweit erfolgreichsten Heiler der Gegenwart. Er hat über 250.000 Menschen in eigentlich nur wenigen Jahren behandelt und die meisten davon sehr erfolgreich. Es existieren Zehntausende dokumentierte, also nachweisbare Erfolge seiner Arbeit an seinen Klienten. Und es gibt wohl keine Krankheit, die noch nicht erfolgreich geheilt worden ist. Aus Zeitgründen, kann ich es mir ersparen, alle einzelnen aufzuzählen. Sananda ist aber nicht nur Geistheiler, sondern auch Exorzist und Hellseher. Er kann astrale Wesenheiten und Verstorbene sehen, in andere Dimensionen blicken und er hat Zugang zum Weltgedächtnis, zur sogenannten Akasha. Sananda kann jeder Menschen auf Verlangen die unglaublichsten Dinge über dessen Schicksal sagen und die Zukunft vorhersehen. Und vieles von dem, was Sananda in den letzten Jahren vorausgesagt hat, ist mittlerweile auch schon eingetroffen. Aber ich würde sagen, fragen wir Sananda doch selbst, wenn wir ihn schon hier bei uns vor der Kamera haben. Vielleicht aber eingangs, Sananda, meine erste Frage, wie geht es dir? Ja, guten Tag, alle miteinander. Mir geht es immer gut. Und wenn es mir nicht so gut geht, dann versuche ich trotzdem, dass es mir gut geht. In dieser Welt ist es ja nicht ganz so einfach, sich immer gut zu fühlen. Vielen Dank der Nachfrage. Da hast du recht, ja. Sananda hat bisher drei Bestseller geschrieben. Band 1 bis 3, Die unglaubliche Wahrheit über Indigo-Menschen. Erhältlich als Buch und auch als Hörbuch. Gerade erschien sein viertes Buch dieser Reihe mit dem Titel Überlebenshandbuch für Erwachte. Es gibt auch jede Menge DVDs von ihm, zu bestellen in jeder Buchhandlung oder beim Welt im Wandel Verlag. Mehr dazu auf der Webseite von Sananda www.geistheiler-sananda.net. Ja, Sananda, die Dinge, die auf der Welt passieren, die überschlagen sich derzeit regelrecht. Es gibt sehr vieles, was ich und die Zuschauer dich gerne fragen würden. Ich habe auch einige Fragen von unseren Zuschauern herausgefiltert, die ich dir heute ganz gerne stellen würde. Die Überschrift oder vielleicht besser das Motto des heutigen Interviews lautet 2022 bis 2036. Neue Weltordnung und der Krieg gegen die Menschen. Dieser Text alleine kann einen schon sehr beunruhigen. Und du hast ja auch schon in früheren Interviews und vor allem auch in deinen Büchern hinreichend dazu Stellung genommen, was auf die Menschen zukommt bis zum Jahr 2036. Wie sieht es denn mit den nächsten 2 bis 5 Jahren mit der unmittelbaren Zukunft aus? Diese
Krankheit, die uns nun rund 2 Jahre in Atem gehalten hat. Sie scheint besiegt, und überall mit Ausnahme von Deutschland und Österreich werden die Maßnahmen zurückgenommen. Sananda, war es das jetzt damit oder kommt da noch mehr? Was möchtest und darfst du uns, unseren Zuschauern, dazu sagen? Ja, da muss ich erstmal einen Schluck nehmen. Genau. Auf diese Frage. Ich hoffe, mich versteht jeder. Ich habe mittlerweile das 10. Mikrofon und den 6. Laptop und die 20. Kamera, schätze ich, ausprobiert und habe hier mehrere Geräte als Ersatz stehen und in Lauerstellung, falls wieder alles zusammenkracht, weil die geistige Welt gibt sich sehr viel Mühe, also die dunkle geistige Welt gibt sich sehr viel Mühe, mich an meinem täglichen Leben zu hindern und an allem, was ich tue, zu behindern. Mhm. Heute Morgen habe ich schon ganz böse E-Mails gekriegt, die mich in der Schwingung herunterziehen sollen. Ich habe mich gewundert, warum plötzlich heute Morgen so viele E-Mails kommen. Na, ist mir eingefallen, ach, ich habe ja nachher das Interview. Alles klar. Und dann sieht man das schon wieder sehr viel lockerer. Und ich finde es immer wieder phänomenal, wie sich doch diese Dunkelheit Mühe gibt, mich am Leben zu hindern. Aber das ist schon ein anderes Thema. Die Frage war, wie geht's weiter? Und ja, ich mache mir ja, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich ja nichts anderes tue, 24 Stunden am Tag, wie mir Gedanken zu machen über die Menschheit. Weil für mich ist das ja kein Geschäft, was ich tue, wo ich dann Feierabend habe und wo es mir eben gut geht, sondern das ist für mich Berufung, das ist für mich mein Leben. Und ich zerbreche mir den ganzen Tag den Kopf, wie ich den Menschen helfen kann, wie ich sie auf die Sprünge bringen kann, was für Tipps ich ihnen noch geben kann, damit sie endlich aufwachen und das System durchschauen und erkennen, mit wem sie es dann denn da zu tun haben. Mhm. Und natürlich mit dieser Krankheit, die uns heimgesucht hat, ich muss ja aufpassen, was ich sage, ich überlege mir jetzt jedes Wort genau, weil es bringt ja meinen Zuschauern nichts, wenn ich gelöscht werde, dann verlieren sie maximal eben den Kontakt zu mir und das möchte ich nicht. Und deswegen versuche ich das ein bisschen zu umschreiben, manche Dinge. Ich bitte da um Verständnis und diese Krankheit, die uns heimgesucht hat, die unerwartet und plötzlich über die Welt hereingebrochen ist, die ist mittlerweile mehr oder weniger ausgelutscht. Das heißt, es wird schwer für die Dunkelkräfte, die es noch lange aufrechtzuhalten. Und das liegt in den letzten Zügen, liegt diese Krankheit. Sie versuchen jetzt noch was rauszupressen, was noch geht, um die Menschen noch ein klein bisschen in Furcht und Schrecken zu versetzen und auch zu halten. Diese ganzen Gesetze, die da gemacht wurden, die sind natürlich nach wie vor da, latent vorhanden. Und ich habe in meinem Video ich war im August 2020, war es, glaube ich, im Bürgergriff der Schlange, habe ich gesagt, dass alles, was uns momentan passiert, so schubweise passiert. Das heißt, die Schlange lockert immer wieder mal ihren Würgegriff und lässt die Menschen dann wieder mal kurz aufatmen, während sie schon den nächsten Würgegriff vorbereitet, die Schlange. Momentan haben wir ja wieder neue Ablenkungsmanöver aus dem Osten. Momentan wird die Aufmerksamkeit auf den Osten gelenkt, auf die bösen Russen, die mit böser Absicht in die Ukraine einfallen wollen. Das sind natürlich alles auch wieder Ablenkungsmanöver. Dahinter stecken ja ganz andere Interessen, sei es eine Gasleitung, sei es die Machtverteilung in Europa, was eigentlich der Hauptgrund ist,
weil es gibt Mächte, die wollen nicht, dass Europa mit Russland zusammenarbeitet. Das wäre für die EU, für die USA die größte Gefahr überhaupt. Und deswegen wird jetzt an dem Feindbild Russland geschliffen und die Menschheit wird aufgehetzt gegen Russland, so wie sie jetzt 2 Jahre gegen eine bestimmte Menschengruppe aufgehetzt wurde, die eine Menschengruppe gegen die andere Menschengruppe. Das ist die neue Politik, dass Hetze betrieben wird. Sie propagieren zwar, dass man keine Hetze im Internet betreiben soll, machen aber selber die größte Hetze überhaupt. Mhm. Im Kleinen wie im Großen. Und die Frage war ja von dir, wie es weitergeht die nächsten 2 bis 5 ja. Jahre. Ich habe in meinen Büchern ausreichend darüber geschrieben und detailliert berichtet, wie es ganz sicher weitergeht. Und wobei ich möchte natürlich auch betonen, dass es das ganz sicher auch nicht gibt. Es wäre ja auch vermessen von mir zu sagen, alles, was ich sage, kommt ganz sicher. Ich wünsche mir sogar, dass es nicht so kommt, wie ich sage, und ich Unrecht habe. Insgeheim wünsche ich mir das, weil die Informationen, die ich bekomme, die sind ja jetzt nicht aus meinem Bauch raus, aus meinem Ego, sondern das sind Informationen, die ich vom Weltgedächtnis bekomme. Und ja. Die sind immer aktuell in der Sekunde, Sekunden genau, wo ich schaue. Das kann dann in einer Stunde schon anders aussehen und an einem Tag anders aussehen. Jetzt, was die gesamte Weltentwicklung angeht, ja, jetzt mache ich auch noch einen Bogen, einen Kreis, müsste ich ja so machen. Wenn ich über die Welt rede, weil die ist ja flach. Und was die Weltentwicklung angeht, sind die Voraussagen schon etwas, ja, weniger manipulierbar, temporär, weil es sind hier jahrtausende lange Geschichten, die aufgearbeitet werden. Und die werden sich jetzt nicht innerhalb von Minuten und Sekunden ändern. Sprich, das, was ich über die Zukunft der Erde gesagt habe, das ist nach wie vor leider vorhanden, was da kommen wird eventuell, wenn sich nichts Gravierendes mehr ändert. Aber dazu vielleicht später noch mehr. Mhm. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorweggreifen. Die neue Weltordnung wird von den Dunkelkräften natürlich vorangetrieben. Wir können es ja tagtäglich erleben. Sie haben alles in der Hand, alle Medien, die Wirtschaft, die Politik, sie haben alles in der Hand. Unliebsame Sachen werden zensiert. Deswegen muss man ja aufpassen, was man sagt. Noch können wir ja noch reden, aber das wird natürlich auch sich in den nächsten Jahren verändern. Sie werden die Wirtschaft zerstören, auf Teufel komm raus. Und wenn es nicht mit einer Krankheit geht, dann geht es eben mit Krieg und mit Angst und Schrecken über neue Kriegsszenarien. Es wird keinen dritten Weltkrieg geben, da lege ich mich fest. Und sollte es einen sogenannten Krieg geben im Osten, dann wird der nur temporär sein und auch nur örtlich beschränkt. Also Europa muss sich da keine Angst haben, was das betrifft. Es wird keinen Krieg geben vorerst. Da sehe ich nichts. Es wird allerdings die neue Weltordnung vorangetrieben in den ganzen Punkten, die ich auch schon mehrfach mitgeteilt habe in meinen Büchern, was die künstliche Intelligenz betrifft, was die Dezimierung der Weltbevölkerung betrifft, was das Ausrotten der Tierwelt betrifft und der Pflanzenwelt. Das wird alles vorangetrieben werden. Weiterhin die Digitalisierung der Menschen wird vorangetrieben und sie erfüllen ihre Agenda. Als nächstes wird dann die Klimagefahr hochgekocht werden. Wenn sich das mit Ukraine und Russland gelegt hat, dann kommt das Klima dran und dann wird es irgendwann auch mal Klima-Lockdowns geben und Fahrverbote und dergleichen. Also die Daumenschraube der Dunkelkräfte ist nach wie vor vorhanden. Und wer glaubt, dass er jetzt aus dem Gröbsten raus ist, den muss ich leider enttäuschen.
Ich habe neulich eine E-Mail gekriegt, dass ja jetzt das Schlimmste wohl überstanden wäre. Und da musste ich dann herzhaft lachen, weil das Ganze beginnt ja jetzt erst gerade. Das war jetzt nur ein Geplänkel, diese Krankheiten und diese Seuche. Das war ja nur ein Geplänkel, weil die Langzeitfolgen, die werden verheerend sein. Und die Krebsraten werden exponentiell steigen. Die Menschen werden sehr viel Krebs bekommen. Sie werden Schlaganfälle und Herzanfälle bekommen. Neue Krankheiten werden entstehen, wo es dann wiederum neue Lösungen gibt, die angeboten werden. Das ist ja sehr vorteilhaft. Wir haben ja eine fürsorgliche Pharma, die uns betreut und die für unser Wohlergehen verantwortlich ist, zusammen mit den Politikern. Und da müssen die Menschen sich ja keine Sorgen machen. Sie werden da sehr gut versorgt medizinisch für die ganzen neuen Krankheiten, die kommen werden. Und das war jetzt ein klein bisschen ironisch. Ich hoffe, das wurde verstanden. Ja, ich schon, muss eben denke ich. Aufpassen, was ich sage. Es wird viele neue Krankheiten geben und die Menschheit wird in den nächsten 5 Jahren stark reduziert werden. Ich habe in meinem Buch genau prozentual aufgeschlüsselt, wann, wie viele Menschen wo sterben werden. Ich habe das da nicht mehr genau auswendig im Kopf, da müsste ich jetzt bei meinem Buch nachschlagen. Asalander, ich meine, ich verstehe, dass wir hier nicht alles im Detail besprechen können. Es gibt ja auch deine Bücher und wer mehr wissen will, kann sich diese oder sollte sich diese zulegen. Du hast ja erst dieser Tage Band 4 deiner Indigo-Reihe mit dem Titel Überlebenshandbuch für Erwachsene herausgebracht. Ein interessantes Buch. Über 4.000 wurden alleine schon in der ersten Woche verkauft, bevor es überhaupt lieferbar war, das Buch. Alleine der Titel Überlebenshandbuch für Erwachte, danke für die Korrektur, sagt uns ja schon einiges über die nähere Zukunft. Sananda, du arbeitest hart, jeden Tag in einer unglaublich intensiven Art und Weise. Wie schaffst du es dabei, also neben dieser intensiven und belastenden Arbeit, noch ein Buch nach dem anderen herauszubringen? Ja, durch noch intensivere und noch härtere Arbeit. Ich habe es im Buch auch geschrieben, es war sehr anstrengend für mich. Ich glaube, ich habe es sogar im letzten Video schon gesagt, dass es sehr anstrengend war. Durch die verkrampfte Haltung. Und irgendwie musste ich es eben tun. Und ich habe es getan. Und ich hoffe, es war das letzte Buch, weil es war sehr hart. Und ich hatte dann noch wochenlang danach wirklich brutale Kopfschmerzen. Und es war also wirklich unter schlimmsten Umständen musste ich das Buch schreiben. Und trotzdem habe ich immer versucht, noch Witz und Humor mit reinzubringen, weil den kann man mir einfach nicht austreiben. Der ist einfach in mir drin. Und ich glaube, ohne diesen Galgenhumor und diesen Witz könnte man, oder ich könnte dann in dieser Welt nicht mehr existieren. Das ist so vielleicht für viele Zuschauer so ein Tipp, wenn sie denken, wie schlimm die Welt da draußen ist, einfach ein bisschen mit Humor betrachten das Ganze, weil es ist alles nur ein großes Spiel, was da abläuft und wir sind eigentlich nur die Kandidaten. Das kenne ich von einer Quiz-Sendung. Alles nicht ganz so ernst nehmen, ja. Und nie die Freude verlieren am Leben. Ja, das ist ein schöner Rat, den die Zuschauer sicher gerne beherzigen. Und auch ich für meine Person. Es war über H.P. Kerkeling, glaube ich. Das ganze Leben ist ein Quiz. Asalander, ich finde es schön, dass es trotz dieser unfassbaren Blockaden
geklappt hat, für dich das Buch zu veröffentlichen. Das Überlebenshandbuch für Erwachte darf ich nochmal an dieser Stelle betonen. Viele Menschen werden es dir danken. Du schreibst in deinem Buch unter anderem, wie das Böse überhaupt entstanden ist, warum die Welt so ist, wie sie ist. Du vermittelst auch ein großes Bild über die Menschheit, wie es wohl kein anderer in dieser Form auszudrücken vermag. Ich glaube auch nicht, dass es viele gibt, die dein Wissen besitzen. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Könntest du deshalb vielleicht unseren Zuschauern in einigen wenigen klaren Worten erklären, wie das Böse überhaupt in diese Welt kam und wie das Böse sich so auf der Erde verbreiten konnte bis zu diesem heutigen Tag? Ich denke, dass alleine die Frage ein Buch wert wäre. Wie entstand das Böse? Ich habe das in meinen Büchern immer wieder versucht, mit einfachen Worten zu erklären, weil ich möchte ja, dass es jeder versteht. Und die meisten spirituellen Menschen reden ja sehr geschwollen daher, mit einer Sprache, die meistens nur sie selber verstehen. Und nicht mal da bin ich mir sicher. Ich versuche immer, punktgenau die Dinge auf den besagten Punkt zu bringen. Mhm. Und ich habe mal einen Spruch gelesen irgendwann, wahre Intelligenz ist, wenn man komplizierte Dinge einfach erklären kann. Und daran habe ich mich immer gehalten. Und das Böse, wie entstand das Böse? Das Böse wurde geschaffen vom Schöpfer als Alternativmöglichkeit, weil es kann sich ja nicht von selbst erschaffen, das Böse. Das geht nicht. Niemand und nichts kann sich von selbst erschaffen. Es muss immer ein Schöpfer da gewesen sein. Und irgendwann einmal, vor langer Zeit, hat der Schöpfer die Möglichkeit geschaffen, dass sich jeder entwickeln kann in jede Richtung, wo er möchte, und hat den freien Willen eingeführt. Und daraus entstanden dann neue Gedankengänge für die Wesenheiten, und daraus entwickelte sich dann langsam, aber sicher das Böse. Das heißt, die Geistwesen wollten einen eigenen Weg gehen und nicht mehr Gott folgen und haben sich abgespaltet, um das mal auf die Schnelle zu sagen. Das heißt, auch das Böse wurde erschaffen als Alternativmöglichkeit. Mhm. Weil Gott möchte ja, dass die Menschen ihm freiwillig folgen. Und damit die Menschen sich entscheiden können, wem sie folgen, brauchen sie ja Alternativen. Und sie müssen ja die Entscheidungsfreiheit haben, böse zu sein. Weil sonst könnten sie sich ja auf der anderen Seite auch nicht entscheiden, gut sein zu wollen. Mhm, also das eine geht ohne das andere nicht. Zumindest nicht in unserer Dimension und auch noch in einigen darüber. Weil das Böse ist ja nicht festgenagelt jetzt auf die 3D-Dimension. Da täuschen sich ja viele. Es gibt ja auch das Böse noch in höheren Dimensionen, in abgeschwächter Form. Aber das Böse existiert nicht nur in der Materie. Weil es dauert schon einige Dimensionen, bis wir dann total bösefrei sind. Mhm. Das geht schon einige Dimensionen. Und Gott hat den Menschen die Wahlmöglichkeit gegeben, weil die Menschen gehen ja so gerne wählen. Und Gott wollte ja nicht, dass sie wie bei der politischen Wahl zwischen Not und Elend wählen müssen, die Menschen, sondern zwischen Gut und Böse. Mhm. Und deswegen hat er ihnen das Böse hinterlassen. Das Böse hat sich dann verselbstständigt und wurde ein Selbstläufer mit dem sogenannten Antischöpfer. Und da gibt es ja viele Namen dafür. Und da ist mehr oder weniger eine eigene Welt entstanden, die sich immer mehr verdichtet hat. Und wir leben momentan in der dichtesten Welt. Und wir leben im Prinzip, wenn man es genau nimmt, in einer bösen Welt. Ja. Und da werden jetzt viele im Kopf schütteln und sagen, wie kann man denn sowas sagen, dass diese Welt böse ist?
Böse ist sowieso so ein Begriff. Was ist böse? Da müsste man diskutieren, was genau böse ist. Und ist es zum Beispiel böse, wenn ein Löwe eine Antilope reißt? Ist das jetzt böse? Und da könnte man sehr viel philosophieren miteinander. Aber die Frage war ja, wie kam das Böse in die Welt? Und das Böse kam dann irgendwann in Form der Reptiloiden in Atlantis unter die Menschen und hat diese infiltriert und wie ein Virus übernommen, mehr oder weniger angesteckt und nach und nach auf ihre Seite geschlagen. Die Menschen hatten dann die Wahl, sich zu entscheiden zwischen den wahren Schöpfer und zwischen den falschen Göttern. Und sie haben sich für die falschen Götter entschieden, die Menschen. Das war die Entscheidung der Menschen. Und die Menschheit ist gefallen als Ganzes und degeneriert weiterhin. Das heißt, sie haben sich über Jahrtausende, über Jahrhunderte immer für das Böse entschieden. Und das Böse hat sich somit den Weg gebahnt über die Menschen auf dieser Welt, auf der Erdoberfläche. Es gibt ja auch noch eine innere Welt, die sieht dann anders aus, aber das ist ja nicht unser Thema. Und das Böse hat sich wie ein Virus verbreitet von Mensch zu Mensch und hat sich dann auch vererbt. Weil wenn böse Menschen Kinder kriegen, dann kommt da nichts Gutes raus. Das heißt, je niedriger eine Schwingung in einem Menschen ist, desto niedriger zieht er dann ein zu inkarnierendes Geistwesen an, sprich das zukünftige Kind. Und wenn die Eltern sich nicht aus Liebe gepaart haben und zu viel Böses in sich haben, ziehen sie von der Schwingung her diese neue Inkarnationen an und dann kommt ein böses Kind auf die Welt. Mhm. Und somit hat sich das im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende wie ein Virus verbreitet. Die Bösartigkeit, die steckt also in den Menschen drin. Und die Guten sind nur die Ausnahme. Okay. Sananda, ich glaube dir, dass du noch Stunden über dieses Thema reden kannst und auch möchtest, vielleicht sogar tagelang. Wir versuchen bei einem solchen Interview deine Sicht der Dinge jeweils kurz anzureißen, um den Zuschauern ein klein wenig das große Bild näher zu bringen. Wer dich kennt, der weiß, dass du ein gigantisches, riesengroßes Herz für Tiere hast. Welche Rolle, Sananda, spielt das große Tierleid auf der Welt für die Entwicklung der Menschheit, von uns Menschen? Ja, also zunächst einmal, ich habe nicht nur ein Herz für Tiere, ich habe auch ein Herz für Menschen und Pflanzen. Entweder jemand hat ein Herz oder er hat keins. Und da gibt es keinen Unterschied. Die Tiere liegen mir vielleicht deswegen am Herzen, weil sie hilflos sind, weil sie von den Menschen abhängig sind, weil die Menschen die Verantwortung tragen über und für die Tiere und die Menschen diese Verantwortung der Verantwortung nicht gerecht geworden sind. Das heißt, die Menschen haben versagt, die Menschen haben sich gegen Gott entschieden und für das Böse und sie haben sich entschieden, diesen Götzenglauben zu überschreiben. Also sie haben geglaubt, dass es notwendig wäre, Tiere zu essen. Sie haben geglaubt, dass die Tiere uns untertan sind. Sie haben geglaubt, dass die Tiere nur da sind, um unseren Fresstrieb und bei manchen sogar Sextrieb zu befriedigen. Und die Menschen haben ja die Tiere wirklich
ausgenützt bis auf das Letzte. Also sie machen Leder aus den Tieren, sie machen, ich glaube, es gibt 800 Lebensmittel, wo Tierbestandteile drin sind. Und also nicht nur Lebensmittel, sondern auch Dinge des täglichen Gebrauchs, wie Zahnpasta, Waschpulver und dergleichen. Und das ist für die Menschen alles normal. Es ist für die Menschen normal, dass in einem Schlachthaus die Tiere bei lebendigem Leibe rumgekarrt werden, von einer Maschine zur anderen, bis sie dann irgendwann mal tot sind und dann aufgeschnitten werden. Die schreien die Tiere, die haben Gefühle, die haben ein Herz. Viele Tiere haben auch eine Seele und sie fühlen den Schmerz genauso wie du und ich. Mhm. Sie empfinden Liebe und ja. Und jetzt kriege ich gerade schwer für dich, glaube ich, ja. Ja, ja, Thema. Ich muss das Thema wechseln. Und die Menschen haben das versaut. Mhm, sie haben sich gegen die Tierwelt gestellt und gegen Gott gestellt und haben die Tiere verraten und haben Gott verraten. Und das kann man ja nicht einfach so auswischen. Das ist ja passiert. Ja. Und wer die Karma-Lehre kennt, weiß, dass es einen Ausgleich geben muss. Das ist passiert. Das unsägliche Leid, was die Menschen den Tieren angetan haben in den letzten 2.000, 3.000 Jahren, das kann man nicht wegwischen. Das bedeutet, es wird auf die Menschheit zurückkommen, ob sie wollen oder nicht. Und deswegen ist das Schicksal der Tiere mit den Menschen 1:1 verbunden. Es wird vielleicht mal eine Zeit kommen, wo keine Tiere mehr sterben müssen auf dieser Welt, weil sie arbeiten ja schon dran, künstliches Fleisch zu züchten, Genfleisch, das sie im Labor herstellen. Die Absicht der Eliten ist ja sowieso, jede natürliche Nahrung zu verbieten, dass wir nur noch Lebensmittel aus dem Labor essen, weil die Menschen sollen ja umgebaut werden zum künstlichen Wesen, geschlechtslos. Und da braucht man keine Tiere mehr dann. Das heißt, die Tiere werden so oder so gehen. Aber so weit wird es gar nicht kommen, weil vorher schon von Gott eingegriffen wird. Weil dieser Prozess mit dem künstlichen Fleisch würde sicher noch 20 Jahre dauern, bis sich das eingebürgert hätte, und so lange hat die Menschheit nicht mehr Zeit. Die Tiere werden nach und nach die Erde verlassen. Sie wollen auch nicht mehr hier sein. Sie werden immer weniger, immer mehr Arten werden aussterben. Und dieses Weltgedächtnis kann nicht gelöscht werden. Die Menschheit muss verstehen, dass sie den falschen Weg eingeschlagen hat, dass sie eben den Bösen zum Bösen gehalten hat und dass sie dafür irgendwann in Bälde, je nachdem, eben die Resonanz spüren werden. Das ist eben so. Das kann ich nicht ändern. Das ist nichts, wo ich beeinflussen kann, und das kann ich auch du nicht beeinflussen, und keine Demonstration der Welt kann das verhindern, was da kommen wird. Und was die Menschen jetzt für eine Chance haben, ist zu erkennen, was sie falsch gemacht haben, um noch umzukehren. Aber sie können deswegen nicht das Schicksal der Erde aufhalten. Auseinander, vielleicht noch zum Abschluss dieses doch sehr schweren Themas für dich. Wo siehst du die Tierwelt, sagen wir, in 10 Jahren? Die Tierwelt? Ja, in 10 Jahren, da müsste ich jetzt schon destruktive Voraussagen machen. Das möchte ich eigentlich nicht.
Weil nach meinen Voraussagen gibt es da nicht mehr viele Tiere in 10 Jahren auf diesem Planeten. Und aber auch nicht mehr so viele Menschen. Okay. Und wir werden dann viel Platz haben, die Überlebenden, um dann ganz große Hundezuchten aufzumachen. Und Katzenzuchten. Ja. Sananda, seit du in den öffentlichen Medien bist, berichtest du über Verfolgungen und Drangsale deiner Familie und auch von deiner Person. Du bist ein sogenanntes Targeted Individual, eine Zielperson der Geheimdienste. Deine Familie und du, ihr werdet 24 Stunden am Tag verfolgt, drangsaliert, bekämpft, boykottiert, diffamiert, verhöhnt und beleidigt. Und das Internet ist voll von ja offensichtlich organisierten und gestellten Verleumdungen deiner Person. Ich persönlich habe noch nie einen Heiler gekannt, der so in dieser Form bekämpft wird. Jeder, der spirituell ist und ein wenig intelligent ist, müsste wissen, dass an deiner Arbeit und an deinen Worten viel Wahres dran sein muss. Wenn man es nötig hat, dich so dermaßen brutal und gezielt zu bekämpfen. Sananda, vielleicht für unsere Zuschauer, wie schaffst du es, überhaupt noch durch den Alltag zu kommen? Und wie überlebst du so ein Leben? Wo holst du deine unglaubliche Kraft her, neben deiner schier unmenschlichen harten Arbeit, dich noch gegen diese ganzen Angriffe zur Wehr zu setzen? Das würde uns interessieren. Ja, das würdet ihr gerne wissen, gell? Also ich hole die Energie von oben runter, die Prana-Energie oder auch die Shambhala-Energie. Die hole ich mir öfters mal übers Kronenchakra und lasse mich wieder aufladen. Kann auch jeder daheim tun, in der Badewanne, wenn er liegt und sagt, schließt die Augen und sagt, hiermit bitte ich die geistige Welt darum, mir Prana-Energie über mein Kronenchakra zu senden. Jetzt, sofort, so sei es. Und dann in Gedanken sich vorstellen, wie diese Energie von oben runterkommt. Ein gelber Lichtstrahl, wie die Energie fließt. Und manche spüren das dann. Also ich spüre das dann, wie das richtig von oben reinschießt, durch den ganzen Körper schießt und unten dann bei den Zehen wieder raus. Und so kann man sich selber aufladen lassen, kostenlos. Das Gleiche geht auch mit der Shambhala-Energie. Und dass man die anfordert. Aber prinzipiell ist jeder Mensch natürlich mit einem gewissen Energieniveau ausgestattet. Die stärkste Batterie ist irgendwann kaputt und nicht mehr aufladbar. Irgendwann ist jede Batterie kaputt. Mhm. Und je nachdem, wie groß sie gespeist wurde. Und der Mensch hat ein Energielevel, das er bekommt von Geburt an, das reicht bis zum Tod. Das wird genau ausgerechnet, wie viel Energie er braucht, um dieses Leben zu führen. Wie alt er wird und so weiter, das steht ja alles schon fest. Und dann wird er dementsprechend aufgeladen. In der Regel macht er das selber vor der Inkarnation, je nach Bewusstseinsstufe. Die niederen Bewusstseine, da macht es der Geistführer. Bei den ganz hohen Lichtwesen, die machen das natürlich selber. Sie programmieren ja auch die Persönlichkeit, so wie sie brauchen. Ich wurde so programmiert, wie ich bin, damit ich eben diese Ziele erreiche, die ich erreichen will, um an die Menschen zu kommen. Wäre ich jetzt ein kleiner Miesepeter, der den Mund nicht aufkriegt und den ganzen Tag sich unter dem Sofa versteckt, dann hätte ich keine Chance, die Menschen zu erreichen. Das heißt, ich habe mich selber so programmiert, habe mir die Energie ausgesucht, das chinesische Sternzeichen nach dem Tiger, dann die Numerologie, die 8, also die Unendlichkeit. Der Tiger steht für Mut und Stärke. Und das alles, was ich eben brauche, habe ich mir parat gelegt. Und ich habe gewusst, dass dies eine schwere Inkarnation wird, die schwerste, die ich jemals hatte. In keiner Inkarnation hatte ich so viele Widerstände, weil wir jetzt in der Endzeit sind und weil der Antischöpfer mich hier nicht haben möchte.
Deswegen bekämpft er mich, der Antischöpfer, mittels seiner menschlichen Schergen. Und ich wusste das natürlich und hol mir dementsprechend auch die Stärke über meine Frau zum Beispiel, über meine Tochter und über unsere Tiere. Die geben mir auch den Rückhalt und die geben mir die Liebe. Und die Liebe ist es ja letztendlich, die uns am Leben hält und die uns die Stärke gibt, wenn man es genau nimmt. Es ist ja die Liebe. Und je mehr Liebe ein Mensch in sich hat, desto mehr Energie hat er in sich und desto weniger ist er angreifbar. Sie können noch so stechen und machen und tun, die Mücken da draußen. Sie kommen ja nicht an mein wahres inneres Ich ran. Und im Laufe der Jahre habe ich natürlich auch ein dickes Fell entwickelt, was die täglichen Angriffe betrifft. Ich denke, ein normaler Mensch würde an einem einzigen Tag meines Lebens schreiend von hier bis Norwegen rennen und zurück, ohne Luft zu holen, wenn er nur einen Tag erleben würde. Ich habe da meistens nur noch ein müdes Lächeln übrig, wenn mir was mir so passiert, weil ich diese Wesenheiten nicht mehr ernst nehme, die da sich bemühen, mein Leben zu zerstören. Ich nehme die nicht mehr so ernst. Die können mir den Buckel runterrutschen und die sind für mich keine Gegner. Warum soll ich mich dann deswegen fürchten vor diesen Gestalten? Sie können mir ja nichts tun. Sie haben, können mir ja nicht das Wasser reichen. Sie haben ja nicht die geringste Chance gegen meine Energie. Sie können nur über die Angst arbeiten, über Besetzungen und über Einschüchterungen. Und Besetzungen, die erkenne ich. Und Angst habe ich nicht. Und da bleibt nicht mehr viel übrig für Sie, außer hoch zu machen. Okay. Sananda, du sagst, du seist eine Art Vorbote für andere, die den Jesusweg gehen möchten, den Weg der Wahrheit. Was dir passiert, würde bald auch anderen passieren. Was genau meinst du damit? Ja, alle, die auf dem Jesusweg sind, werden verfolgt werden, werden drangsaliert werden, boykottiert werden, bekämpft werden, verleumdet werden. Wir sehen es jeden Tag. Es wird immer mehr. Wir sehen die zwei Gruppen, die sich gebildet haben auf der Welt. Es sind die einen, die sich für das Dunkle entschieden haben. Es ist leider die Masse. Sagen wir mal rund 80%, Tendenz steigend. Und das andere sind die, die das alles nicht so schlucken, was da draußen passiert, die sich wehren, die sich widersetzen, die sich Gedanken machen, die hinterfragen und so weiter. Davon ist aber auch nur ein kleiner Teil tatsächlich spirituell erwacht. Viele von diesen 20%, die wollen ja nur ihr altes, normales Leben zurück. Die wollen ja nicht zu Gott finden, die wollen nur ihr altes Leben zurück. Ihr Fußballstadion mit der Currywurst und ihr Bier und in die Disco gehen und tanzen gehen und essen gehen und ins Kino gehen und so weiter. Und die denken ja nicht ans Leid der Tiere. Die denken nicht an irgendwelche 20.000 Kinder, die jeden Tag verhungern in Afrika. Das ist denen ja wurscht. Sie wollen nur ihre Freiheit zurück. Also das muss man mit Vorsicht genießen, zu sagen, dass jeder, der aufgewacht ist, erwacht ist. Der Kreis der Erwachten ist sehr klein und sehr gering und am Ende werden nur wenige übrig bleiben, die wirklich erwacht sind und die neue Erde begründen. Aber das ist der Weg der Menschheit. Alle, die auf dem Gottesweg sind, werden verfolgt werden. Sie werden in Teilbereichen ähnliche Dinge erleben wie ich und sie werden dahingehend auch geprüft werden, wie stark sie sind und wie stark ihr Gottglaube ist und ihr Gottvertrauen ist. Und wie leicht sie vielleicht doch wieder manipulierbar sind vom System und von der Angst, weil der Antischöpfer möchte ja nichts anderes, als so viel göttliche Kinder wie möglich rüberzuziehen in seine dunkle, niedere Welt. Das ist sein Ziel. Er möchte an die Seelen dieser Menschen, weil Seele bedeutet Energie. Wir sind ja nicht Seele, wir haben eine Seele.
Und die meisten Menschen haben keine Seele mehr. Das heißt, sie haben keinen Bezug mehr zu Gott. Sie haben keinen Bezug mehr zu ihrem Herz. Sie haben keine Liebe mehr in sich. Sie haben keinen Bezug zu den Tieren. Sie haben zu nichts Göttlichem mehr Bezug. Sie sind nur noch Maschinen und funktionieren nur noch. Und alle anderen, die werden bekämpft werden. Die werden sehr hart geprüft werden. Okay. Sananda, du erzählst immer von Indigos, von Menschen mit einer hohen göttlichen Seele. Und du nennst dabei auch oft das Wort verkappte Indigos. Viele Zuschauer interessieren sich dafür, was ein verkappter Indigo ist. Ob sie vielleicht selber einer auch sind. Kannst du uns dazu etwas sagen? Ja, es werden nur Indigos überleben und die, die zu dem Zeitpunkt dann Indigo sind. Das kann, reicht ja auch noch, wenn jemand in 10 Jahren Indigo ist, das reicht ja noch. Und viele, die jetzt Plejadier sind, sind verkappte Indigos. Viele, die Santiner sind, sind verkappte Indigos. Das heißt, in ihrem Inkarnationsplan ist vorgesehen, dass sie zum Indigo aufsteigen. Indigo Andromedana ist die Voraussetzung, um aufsteigen zu können. Alles darunter reicht nicht. Und die meisten Menschen gehen dann, also bei den Klienten von mir ist es so, die gehen peu à peu ihren Leiter, ihren Weg. Auch das ist ein Weg zum Indigo. Auch das muss man, diesen Weg muss man auch gehen. Aber man kann das jetzt nicht beeinflussen aktiv. Da haben viele eine falsche Vorstellung, dass sie denken, wenn sie jetzt irgendwie brav sind, das und das tun oder das und das nicht tun, dann werde ich zum Indigo. Oder wenn ich kein Fleisch mehr esse, werde ich Indigo. Oder wenn ich 3-mal am Tag bete, werde ich Indigo. Nee, es geht darum, dass man seinen Rucksack noch gar auflöst, den man hat durch frühere Inkarnationen. Wir sind ja eigentlich nur hier in dieser Inkarnation, um alle anderen früheren Inkarnationen loszulassen. Den Ballast, den wir noch mitschleppen. Darum laufen auch draußen viele Rucksackstalker rum, die mich verfolgen. Und die haben unbewusst ihr ganzes Karma im Rucksack drin. Ganz viel. Ich habe noch nie einen Rucksack besessen. Kleiner Witz am Rande. Das heißt, wir müssen schauen, diese Menschen müssen schauen, dass sie geläutert werden. Und Läuterung erreicht man durch Demut und Dankbarkeit und Hingabe. Und selbst jemand, der jetzt vielleicht noch Mantis ist, hat noch die Chance, wenn er selbstlos lernt zu handeln. Also wenn er selbstlos wird. Durch Selbstlosigkeit, Hingabe, Demut, Liebe und Dankbarkeit kann man sein Bewusstsein steigern. Nicht durch Essensregeln oder durch irgendwelche sonstigen Vorgaben, sondern das kommt von innen. Mhm. Also der Mensch muss von erkennen, wo seine Fehler liegen und daran arbeiten. Da kann er schon aktiv tätig werden, dass er eben seine Emotionen kontrolliert, dass er seine Triebe kontrolliert und dass er seine negativen Gedanken kontrolliert, weil das ist das, der Hauptangriffspunkt, wie die Dunkelheit arbeitet. Es fängt mit den Gedanken an. Sie geben den anderen Menschen negative Gedanken über mich zum Beispiel. Und ich will jetzt nicht wiederholen, was die denen alles eingeben, was ich doch alles bin. Und damit fängt es an. Und das Gleiche können sie auch tun, um die Menschen gegen ihre Partner aufzuwiegeln, gegen ihre Kinder, gegen ihre Eltern und so weiter. Das heißt, die Menschen müssen erkennen, dass immer, wenn sie negative Gedanken kriegen, dass die nicht von ihnen sind, dass die ihnen von außen eingegeben werden. Und da müssen sie dagegen ankämpfen und sich nicht gehen lassen. Sie müssen Disziplin üben. Und das ist ein Prozess, dieser Erwachungsprozess, das ist ein Prozess. Wenn sie irgendwann den Schmerz der Tiere spüren, dann sind sie sehr weit. Und die Menschen spüren nichts mehr. Das ist das Problem. Sie spüren den Schmerz der anderen Menschen nicht mehr und der Tiere nicht
mehr. Sie spüren nichts mehr. Sie müssen wieder lernen zu spüren. Okay. Sananda, du hast viele 10.000 Menschen und auch Tiere nachweisbar und dokumentiert geheilt. Du behandelst über 5.000 Menschen im Monat. Wie hoch schätzt du deine Heilquote ein? Und wie, vielleicht kannst du das den Zuschauern kurz und anschaulich erläutern, wie funktioniert deine Heilarbeit? Kannst du uns dein Geheimnis verraten oder zumindest uns einen kleinen Einblick in deine Arbeit geben? Ja, also Geheimnis, also das Problem ist, ich habe jetzt keine offiziellen Zahlen, nach groben Schätzungen habe ich circa eine Heilquote von 70-80%. Langfristig natürlich mehr, aber das kommt immer darauf an, was man unter Heilung versteht. Ob man jetzt nur die Heilung von einer körperlichen Krankheit sieht oder die Heilung des Bewusstseins. Ich denke, dass jeder, der sich intensiv mit meinen Lehren, mit meinen Büchern und mit meinen Videos beschäftigt und wirklich ehrliche Absichten hat, langfristig im Bewusstsein steigen wird. Und dass es nicht nur um die Heilung geht. Mir persönlich geht es gar nicht so um das reine Heilen. Das ist mir zu profan. Ich heile dich jetzt. Ich möchte, dass die Menschen aufwachen. Und wenn sie in der Bibel sagen, Jesus hat Blinde sehend gemacht und Taube hörend und Lahme gehend, dann ist das mir symbolisch gemeint und weniger körperlich. Weil Jesus wollte, dass die Menschen erkennen, wo sie leben. Das ist damit gemeint, Blinde sehend zu machen, dass die Menschen erkennen mögen. Die Menschen mögen doch bitte erkennen. Und die Menschen mögen doch bitte genau hinhören. Deswegen hat er die Tauben hörend gemacht. Und er möchte doch, dass die Menschen in Bewegung kommen und wieder laufen können, dass sie sich entwickeln. Das ist damit gemeint, Lahme gehend zu machen und so weiter. Das ist, muss man auch symbolisch sehen. Es ist jetzt nicht so, dass Jesus so gemacht hat und dann hat ein Querschnittsgelähmter ist wieder gelaufen. Das stimmt nicht. Nein, Jesus war ein Wahrheitsverkünder und Aufklärer. Und er war auch ein göttlicher Avatar. Und ihm ging es mehr darum, die Menschen zu Gott zu führen und nicht nur jemanden zu heilen. Ja. Und das ist auch der Punkt bei vielen Menschen, die nicht geheilt werden, weil bei ihnen im Kopf nur ist, ich will diese Sachen loswerden. Auf Teufel komm raus. Warum und wie ist mir egal. Und genau die werden nicht geheilt. Und das Geheimnis ist ganz einfach. Es ist eine Frequenzheilung, die da stattfindet. Mehr oder weniger eine Quantenheilung. Das heißt, meine Energie ist stärker wie eine Quantenheilung. Stärker wie eine Quantenfrequenz. Die Energie kommt von oben, von Gott, durch mich, weil ich ein Avatar bin, und wird dann über Gedanken und über Bewusstseinsannäherungen ausgesendet. Das heißt, jeder, der sich mit mir verbindet und reinen Herzens ist, wird meine Energie spüren, auch wenn er nichts bezahlt hat. Die Menschen können das testen, indem sie sich hinsetzen und sagen, machen die Augen zu und verbinden sich mit mir und sagen, ich rufe Geistheiler Sananda und das dreimal. Und dann schildern sie in Gedanken ihr Gebrechen, ihre Sorgen, ihre Nöte, ihre Wehwehchen. Und ich würde gerne eine Wette abschließen, wie viel da davon ganz schnell eine Reaktion bekommen. Da könnte man vielleicht mal eine extra Sendung machen, weil der Gedanke kommt mir gerade, dass man da mal ein Experiment startet. Ja. Erinnere mich daran, dass wir da noch mal ein Interview machen, nächsten Monat vielleicht. Und das ist letztendlich das Geheimnis. Das ist die Heilung durch Gott, durch die göttliche Energie. Das ist die Heilung. Das ist das Geheimnis.
Das Geheimnis ist, dass Gott durch mich heilt. Das ist das Geheimnis. Und das ist nicht duplizierbar, nicht kopierbar. Das kann man nicht lernen. Und da gibt es auch keine Technik oder dergleichen. Es ist eben, wenn man sich mit dieser göttlichen Energie verbindet, die Leute sollen mich doch ruhig als Transmitter sehen, als Gefäß, wie sie möchten, das ist mir wurscht. Hauptsache, sie finden zu Gott zurück. Und das Geheimnis des Erfolges ist die Verbindung mit dem Göttlichen. Ja. Den Hinweis mit dem Experiment habe ich mir notiert. Sprechen wir noch darüber. Vielleicht noch im Zusammenhang mit der Heilung. Du sagst, dass nicht jeder Mensch heilbar sei, jede Krankheit hingegen schon. Wie können wir das verstehen? Wer wird denn nicht geheilt und warum nicht? Du hast es schon angesprochen. Ja, ich denke, das schieben wir auch auf die Sendung, die Frage. Nur ganz kurz möchte ich darauf antworten. Jeder Mensch hat einen Inkarnationsplan, den er einhalten muss. Und seine Geistführer sorgen dafür, dass der eingehalten wird. Und wenn ein Mensch vom Bewusstsein ja noch nicht so weit ist, dass er geheilt werden darf, dann kann auch die göttliche Energie nichts ausrichten, weil sein Geistführer eine energetische Blockade setzt, um damit diese Heilenergie in diesen Menschen nicht erreichen, weil dieser vom Bewusstsein her noch nicht so weit ist. Es ist alles eine Frage des Bewusstseins. Das heißt, der Mensch muss erst noch wachsen im Bewusstsein, er muss noch mehr Erkenntnisse bekommen, er muss noch mehr demütiger werden. Daran mangelt es nämlich den meisten, dass sie keine Demut haben. Ich als Beispiel, ich bekomme jetzt eine E-Mail von jemandem, ich war vor einem Jahr Klient bei dir und ich bin nicht geheilt worden. Du bist ein Betrüger, als Beispiel. Wenn entweder du beheilst mich jetzt sofort oder ich werde dich im Internet durch den Dreck ziehen und in der Presse durch den Dreck ziehen. Genauso ein E-Mail habe ich gekriegt vor ein paar Wochen von einer Person. Und was soll ich jetzt dieser Person sagen? Wie soll denn so ein Mensch geheilt werden? Ja, glaubt denn der Mensch, dass Gott sich erpressen lässt? Gott kommt jetzt angekrochen und heilt ihn aus Angst oder wie? Was denkt er denn, so ein Mensch? Wie soll so ein unbewusster Mensch geheilt werden? Da ist doch Hopfen und Malz verloren. Ja. Da fällt es an Respekt, an Demut, an Dankbarkeit. Da fällt es ja wirklich an allem. Und der Mensch war auch seelenlos. Er hatte nicht mal mehr eine Seele. Und gut, das sind die absoluten Ausnahmen. Aber wir wissen ja alle, dass die negativen Nachrichten immer schwerer wiegen wie die positiven. Das ist so eine alte Programmierung. Also ein Negativer zieht dich mehr runter, wie wenn 100 Positive dich loben. Und deswegen machen die das, um mich runterzuziehen in der Schwingung. Wenn sie einen von ihren Seelenlosen finden, dann geben sie dem böse Gedanken über mich, geben dem Archontenbesetzungen, Dämonenbesetzungen und dann geht der auf mich los. Damit muss ich leben. Aber das ist das Hauptproblem von den meisten Menschen, warum sie nicht geheilt werden, weil sie keine Demut haben. Viele müssen ja googeln, was Demut bedeutet. Oder was Hingabe bedeutet, was Dankbarkeit und Respekt bedeutet und Ehrfurcht. Das fehlt den Menschen. Sie haben keinen Respekt mehr vor Gott. Weil sonst müssten sie doch denken, Moment mal, wenn der Schöpfer von allem, was ist, nicht will, dass ich jetzt geheilt werde, dann muss ich an mir noch was tun. Dann liegt es an mir. Dann kann doch nicht irgendein Geistheiler, in Anführungszeichen, sich über Gott hinwegsetzen und sagen, nein, ich heile dich jetzt mal. Es ist doch Gott, der heilt. Gott heilt doch. Und wenn jemand nicht geheilt wird, dann will Gott das noch nicht. Aus irgendeinem Grund. Und dann müssen die Menschen sich Gedanken machen. Warum will Gott noch nicht, dass ich geheilt werde? Okay. Sananda, du hast eben deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es Gott ist, der heilt.
Aber durch dich, dass du ein Kanal Gottes wärst, ein göttlicher Avatar. Derzeit gibt es drei auf der Erde, einer davon bist du. Und würdest du in Indien leben, würde man dir wohl die Füße küssen. Hier in unserem Breitengraden wirst du dazu im Gegensatz beschimpft und auch verhöhnt für deine Aussagen über deine früheren Inkarnationen und deinen aktuellen Avatar-Status. Wenn man sich aber die unfassbaren Wunderheilungen anschaut, die von der Anzahl her viel mehr sind als zum Beispiel diejenigen in Lourdes, dann muss man zwangsweise zugeben, dass dies nicht mehr mit einem normalen menschlichen Verstand zu begreifen ist. Dass es dafür auch keine wissenschaftlichen sogenannten Erklärungen geben kann und für gewöhnliche Menschen auch nicht zu verstehen ist. Ich möchte also hier an dieser Stelle einmal eine Lanze für dich brechen und hier sagen, dass ich glaube, dass seit Jesus vor 2000 Jahren keiner mehr solche Wunder vollbracht hat. Wie gehst du in deinem Alltag damit um, derartige Wunder überhaupt vollbringen zu können, Sananda? Ich habe mit einer anderen Frage gerechnet. Wie gehe ich mit diesen Verhöhnungen um? Ja, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Beides verknüpfen. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier. Und ich habe auch an mir gemerkt, dass ich mich auch gewöhne an Dinge. Anfangs hatte ich Angst vor Dämonen und hatte Panikattacken. Und ich hatte anfangs Angst vor Verstorbenen, gebe ich offen zu. Es war für mich nicht einfach, die zu sehen. Und ich hatte eine Phase als Geistheiler, wo ich dann mich sehr zurückgezogen habe und wo ich wirklich sehr, ja, teilweise, ja, unsicher war. Und ich habe mich mittlerweile so dran gewöhnt, an diese Wesenheiten, an das Aussehen, an die Verstorbenen. Ich mache mir keinen Kopf mehr, wenn einer neben mir sitzt auf dem Sofa und wenn ich esse und er sitzt neben mir und guckt zu. Das interessiert mich gar nicht mehr. Mir tut dann nur mein Hund leid, wenn er das angucken muss. Und ich merke dann, dass er unsicher wird und dann schicke ich den Verstorbenen weg. Aber ich will damit sagen, wir gewöhnen und ich gewöhne mich an alles und so gewöhnen sich auch die Menschen an alles. Die Menschen sind Gewohnheitstiere. Das wissen ja auch die Mächtigen. Darum machen sie auch das, was sie tun, um die Menschen an das zu gewöhnen, was auf sie zukommt. Sie gewöhnen sie daran. Stichwort Frosch im Kochtopf. Und ich habe mich daran gewöhnt, dass ich heilen kann, dass ich dementsprechende Wunder vollbringen kann. Muss ich ehrlich sagen, habe ich mich daran gewöhnt. Vielleicht muss ich da mal wieder demütiger werden und das nochmal, ja, noch mal genau recherchieren, weil es ist schon phänomenal, was passiert bei den Menschen. Ich zucke nicht mal mehr mit der Wimper, wenn mir jemand schreibt, dass seine Wirbelsäule begradigt wurde in der Nacht und sein Katzenbuckel geheilt wurde, als Beispiel, was ja eigentlich anatomisch fast unmöglich ist und medizinisch ausgeschlossen. Ist für mich jetzt schon normal. Oder wenn Menschen Haare nachwachsen, oder wenn sie ihre Haare wieder die Farbe, ursprüngliche Farbe annehmen. Ich kriege die tollsten Mitteilungen von Klienten, die lese ich einfach so. Und da hast du, vielleicht sollte ich da auch wieder mal näher in mich gehen und das wirklich diese Wunder realisieren. Da hast du mich jetzt drauf gebracht, ja, weil man gewöhnt sich wirklich zu schnell an alles. Und für mich ist das alles irgendwie normal. Ich habe mich dran gewöhnt. Vielleicht ist es auch ein Schutz, mehr oder weniger, damit ich das Ganze überstehe. Ich habe mich auch genauso daran gewöhnt, dass ich verhöhnt werde oder beleidigt oder dass man mich nicht ernst nimmt oder dass man mich auslacht oder ja, viele Dinge, die ich vorausgesagt habe, da wurde ich verhöhnt. Mittlerweile sind sie eingetreten. Jetzt verhöhnen sie mich wieder über Dinge, die ich jetzt voraussage. Und weil die Menschen lernen eben nichts dazu. Und sie tun sich schwer mit Lernen. Und sie machen ja auch Kriege immer noch. Und sie haben nichts dazugelernt. Damit muss ich leben. Und
das ist eine große Herausforderung für mich. Aber die Wunder, ja, da muss ich dann doch wirklich mehr wieder realisieren, was da wirklich bei den Menschen passiert oder dass Tiere oder auch Menschen von Karzinomen befreit werden innerhalb von ein paar Tagen, nachdem sie in Behandlung sind. Ich weiß, dass ich Giftstoffe im Körper neutralisieren kann, selbst nach drei- und vierfacher Gifteinnahme. Kann ich das? Ich denke nicht mal, dass es da so viele Grenzen gibt, was ich kann. Ich denke auch, dass es vieles gibt, was ich noch nicht weiß, was ich kann, weil ich noch nicht die Zeit hatte, es herauszufinden. Mhm. Als Avatar hat man natürlich schon einige Fähigkeiten. Mir wurde auch mitgeteilt, dass da noch in ein paar Jahren noch mehr dazukommen. Aber das betrifft dann eine neue Menschheit, die das erfahren wird. Viele meiner jetzigen Kritiker und Spötter werden das nicht mehr erleben. Okay. Sananda, vielleicht kannst du unseren Zuschauern sagen, was ist das Wichtigste an deiner Aufgabe, an deiner Arbeit? Vielleicht kannst du uns das ganz kurz zusammenfassen, was für dich das Wichtigste ist. Das Wichtigste ist für mich, dass ich die Menschen zu Gott führe und ihre Herzen öffne. Ich habe mal ein Zitat gemacht, ich möchte nichts anderes als den Menschen die Augen und die Herzen zu öffnen. Mehr möchte ich gar nicht. Okay, das ist schön, ja. Zu einem anderen Thema, die neue Weltordnung ist in vollem Gange, besser gesagt deren Umsetzung. Sananda, wie weit ist diese neue Ordnung überhaupt schon fortgeschritten? Und die damit verbunden wichtigste Frage, wird diese neue Weltordnung zu 100% umgesetzt werden oder gibt es noch eine Möglichkeit, dass diese verhindert werden kann? Ja, wir sehen ja jeden Tag, wie weit die neue Weltordnung schon fortschreitet. Früher haben sie alle gelacht, als man sagte, das Bargeld wird abgeschafft. Wir sehen ständig, dass daran gearbeitet wird. Dass das Bargeld ist nur noch eine Frage der Zeit. 2025 wird schon wahrscheinlich kein Bargeld mehr geben. Wir sehen, was die Chip-Technik betrifft, Nanotechnik betrifft, was alles möglich ist. Also die neue Weltordnung ist in vollem Gange. Die Verbrennermotoren und Dieselmotoren werden verbannt mit sinnlosen, unnützen, nichtstaugenden Elektrofahrzeugen, die, ja, es gibt so viele gute Techniken, die da wären, die ignoriert werden, was das Autofahren betrifft. Also es schreitet alles voran und sie werden die neue Weltordnung aber nicht umsetzen können zu 100%, definitiv nicht. Sie werden ihr Ziel nicht erreichen, die Eliten und die Dunkelkräfte. Sie werden es nicht schaffen, weil sie die Rechnung ohne Gott gemacht haben, weil sie sind so weit von Gott entfernt, so weit abgefallen und dermaßen hochmütig und arrogant geworden, dass sie eben den Schöpfer von allem, was ist, nicht mehr in ihre Rechnung mit einbeziehen. Sie denken, sie könnten sich wegducken und verstecken irgendwann. Das wird nicht funktionieren. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die Menschheit stoppt die Dunklen, die Eliten, oder Gott wird es tun. Und daran halte ich fest und das ist so. Das heißt, die Menschen haben immer noch eine Chance, was zu ändern. Und sie haben noch eine Chance, ihr eigenes Leben zu retten. Ich meine jetzt nicht körperlich, ich meine geistig. Dass sie aufwachen und dann erwachen. Mhm. Die Chance bekommen die Menschen jetzt durch die Ereignisse, die in den nächsten 3, 4, 5, 7 Jahren geschehen werden. Die werden teilweise sehr heftig werden, die Ereignisse, und sehr schrecklich. Und da werden die Menschen die Chance kriegen, zu Gott zu finden. Weil offensichtlich funktioniert es nur durch Leid und Schmerz. Und deswegen muss es so sein, wie es ist. Nichts geschieht außerhalb der Ordnung Gottes. Und das muss man immer im Hinterkopf bewahren und halten, dass nichts
auch gar nichts außerhalb Gott existieren kann. Deswegen können auch die dunklen Wesen irgendwann nicht mehr existieren. Und die Dunkelheit wird beendet werden, so oder so. Entweder die Menschen machen es oder Gott greift ein. Okay. Die Reinigung wird so oder so kommen von Gott, von der Erde. Die Frage ist eben nur, wie stark fällt sie aus und wer erlebt sie noch? Sananda, du schreibst von den Lügen in dieser Welt. Könntest du diese Lügen kurz für unsere Zuschauer zusammenfassen und dazu erklären, wie es möglich geworden ist, dass so viele Lügen über eine dermaßen lange Zeit überhaupt geglaubt wurden und sogar immer noch geglaubt werden? Ich denke, das habe ich in meinem Buch ausführlich erklärt. Ich möchte es da auch ein bisschen abkürzen, weil ich merke jetzt gerade, dass meine Energie nachlässt. Vielleicht auch einen Schluck Wasser dazwischen. Ach so, ja, genau. Und wir werden 24 Stunden am Tag angelogen, und zwar zu 100%. Also kann sich jeder ausrechnen, wie groß der Umfang der Lügen ist. Wir leben in einer realistischen Illusion oder in einer illusorischen Realität oder in einer illusorischen Wirklichkeit. Gibt es so viele Begriffe, in welcher Welt wir leben. Und alles, was du siehst, ist ja künstlich. Außer das, was in dir drin steckt. Da in dir, da drin, da. Im Herzen. Das Wesen, das in dir drinsteckt, das Wesen, das ist göttlich und natürlich. Und alles andere ist künstlich. Alles wurde künstlich hergestellt. Dein Stuhl, wo du drauf sitzt, der Vorhang, die Autos, alles, was draußen existiert, ist künstlich produziert. Das System, das uns beherrscht, wurde künstlich produziert vom Antischöpfer. Alles, was existiert in der 3D-Welt, wurde vom Antischöpfer produziert. Das heißt, man kann im Prinzip auf dieser Welt gar nicht leben, ohne den Antischöpfer zu unterstützen und ohne, dass irgendwo ein Freimaurer seine Hand aufhält und mitverdient. Geht gar nicht, weil die ja die Welt leiten und begründet haben, also diese 3D-Welt, diese Materie, der wir jetzt leben. Das, was für uns selbstverständlich ist, was wir jeden Tag in Anspruch nehmen, um durch die Welt zu, wenn wir auf die Toilette gehen, die Toilette wurde hergestellt. Also das sind alles künstliche Produkte. Alles, was du anguckst, ist künstlich. Und das wahre Göttliche, das siehst du gar nicht. Das ist in den Menschen drin, in den Tieren drin. Das ist das einzig Natürliche. Und alles Materielle wird irgendwann nicht mehr sein. Dann ist nur noch das übrig, was drin war. Und wenn da nichts war, dann ist nichts mehr übrig. Und die Menschen sollen sich doch einfach mal auf ihr Hinterteil setzen und mal nachforschen. Sie sollen doch mal googeln, ist die Erde wirklich rund? Sollen sie doch mal tun. Und dann sollen sie nicht nur blöd schimpfen und sagen, oh, so ein Dummschwätzer, sondern mal nachforschen. Ganz ehrlich nachforschen. Ist die Erde wirklich rund? Was macht denn die NASA wirklich? Was bedeutet Weltraumschifffahrt? Was bedeutet es wirklich? Wohin gehen die eigentlich? Und gehen die vielleicht in andere Dimensionen, in andere Sternentore, in andere Welten? Oder haben wir überhaupt ein Weltall? Was ist denn da? Die Menschen sollen sich doch mal fragen. Sie sollen sich mal Fragen stellen, warum das die Welt so ist, wie sie ist. Dann kommen sie irgendwann auf die Lügen. Dann merken sie, dass das keine Kondensstreifen sind da oben, sondern Chemtrails, die uns vergiften. Nachweisbar. Es gibt nachweisbare Studien, die zeigen, dass da oben Aluminium und Borium und was der Teufel was runtergeschüttet wird, dass die Erde vergiftet wird, die Menschen vergiftet werden, das Essen vergiftet wird, die Tiere vergiftet. Ein 200-facher Aluminiumwert wurde in Menschen festgestellt, die sich im Freien aufhalten, wenn solche Dinger da oben geflogen sind. Und dass die Menschen quasi so umgebaut werden. Die Natur wird umgebaut. Das hat alles einen Sinn und Zweck. Und wenn die Menschen jetzt nicht langsam anfangen aufzuwachen
und sagen, ich muss jetzt mal nachschauen, ob da wirklich was dran ist an diesen Theorien, dann werden sie irgendwann zu der Erkenntnis kommen, dass das normale Leben eine Verschwörungstheorie ist und die ganzen Verschwörungstheorien die Wahrheit sind. Aber das ist ein dicker Prozess. Und wenn das so ein dickes Buch ist, die Wahrheit, dann haben das 85% der Menschen noch nicht mal in der Hand, das Buch. Sie anfangen, das Buch aufzuschlagen. Und das haben sie noch nicht getan, weil sie sich auf das System verlassen. Und sie werden aber vom System verraten werden. Sananda, du berichtest in deinem neuen Buch auch über Krafttiere, über die verschiedenen Seelenarten, auch über Seelenduale. Kannst du uns über deine neuen Erkenntnisse bezüglich den Krafttieren und den Seelendualen etwas sagen? Ja, nicht viel, weil das steht ja im Buch. Das kauft ja keiner mehr. Genau. Jeder Mensch hat 7 Seelen, bis er aufsteigt. Das heißt, von Beginn bis zum Ende durchläuft ein Mensch 7 Seelen. Nicht Seelenanteile, sondern Seelen. Und wenn jetzt jemand in diesem Leben ein Orion-Mantis ist und er schafft den Aufstieg, dann hat er in einem Leben 7 Seelen gehabt, also 7 Walk-ins bekommen. Andere brauchen dafür vielleicht ein paar hundert Jahre, aber wir sind in der Endzeit, da ist alles möglich. Alles ist möglich. Auf- und Abstieg, alles ist möglich. Und jeder Mensch hat pro Seele 3 Seelenduale. Das heißt, wenn er jetzt Plejader ist, hat er 3 Plejader-Seelenduale. Ist er Santiner, hat er 3 Santiner-Seelenduale. Die müssen aber nicht alle inkarniert sein. Insgesamt hat jeder Mensch bis zu 21 Seelenduale. Und mehr dazu in meinem Buch. Was die Krafttiere anbelangt, hat jeder Mensch bis zu 3 Krafttiere. Und das hängt natürlich auch wiederum mit der Beseelung zusammen. Das heißt, die Krafttiere, man hat so ein Grundkrafttier, aber 1 bis 2 bis 3 Krafttiere können sich aber auch ändern durch den Status. Das heißt, wenn jemand aufsteigt, kommt ein neues Seelentier dazu, ein neues Krafttier dazu. Also das ändert sich auch, je nachdem, welche Planetenherkunft jemand gerade hat, welche Seelenstufe er gerade hat, ändert sich eventuell auch das Krafttier. Also da habe ich weitreichende Erkenntnisse sammeln dürfen in den letzten Jahren, da ich ja sehr viele freiwillige Probanden habe, also meine Klienten. Und da bei der Anzahl der Klienten, die ich hatte, da kommt natürlich schon einiges an Erkenntnissen zusammen, was Seelen und dergleichen betrifft. Ich denke, dass da weltweit keine Organisation oder niemanden gibt, der diese Erkenntnisse haben kann, weil er in der kurzen Zeit gar nicht diese Quantität an Klienten hat, um diese Schlüsse zu ziehen, wie ich sie gezogen habe. Und ja, genau. Und ist alles ausführlich nachzulesen im Überlebenshandbuch für Erwachte. Nochmals zum neu erschienenen Buch. Du gibst in diesem neuen Buch viele Überlebenstipps. Kannst du uns den Zuschauern sagen, wird es wirklich so schlimm werden, dass wir alle um unser Überleben werden kämpfen müssen? Ja, kannst du etwas über die nächsten Jahre sagen? Was passiert bis, sagen wir, 2030? Ja, die Frage hat man, glaube ich, schon mal, oder? Eingangs hast du schon über dieses Thema gesprochen, ja? Ja, also Überleben ist nicht alles und Sterben ist nicht alles. Also, oder anders gesagt, Sterben ist noch lange nicht das Schlimmste. Es gibt Schlimmeres als Sterben. Schlimmer ist es, abzufallen und in einer niederen Astralebene dann herumzugeistern und sich von noch niederen, dümmeren Astralwesen ärgern zu lassen. Da gibt es also weiter Schlimmeres als zu sterben. Das Sterben ist ja auch eigentlich gar nicht schlimm. Ich denke, das ist eher die Angst vor der Ungewissheit und das Sterben ist eigentlich eher für die Hinterbliebenen schlimm.
Also leiden tun eigentlich immer eher die Hinterbliebenen. Mhm. Der, der stirbt, leidet in der Regel nicht so am Sterben. Nur die noch übrig sind, die leiden ja dann, die weinen dann, die trauern dann und so weiter. Also ich betrachte das Sterben jetzt nicht als so schlimm, weil das ist eben das Grundprinzip, was die Menschen noch nicht verstanden haben oder die meisten Menschen eben nicht verstanden haben, wer sie sind. Und solange die Menschen nicht wissen, wer sie sind, woher sie kommen und wohin sie gehen, wird diese Angst bleiben. Weil sie identifizieren sich mit dieser Hülle, mit diesem physischen Körper. Ich habe jetzt den Körper hier von Ulf Brecht, bin ganz zufrieden damit, auch mit seinem Aussehen geht ganz okay, habe schon schlimmere Inkarnationen gehabt. Und von mir aus könnte es so bleiben. Also ich würde gern mit dem Körper übergehen. Ich würde ihn gern behalten. Aber wenn es nicht geht, dann ist es ja auch egal, weil mein Astralkörper sieht ja genau gleich aus. Und dann gehe ich eben mit dem in die neue Welt und mache mir dann einen neuen physischen Körper. Das heißt, wenn die Menschen irgendwann erkannt haben, wer sie sind, haben sie gar keine Angst mehr vor der Zukunft und auch nicht vor dem Tod. Weil sie wissen dann genau, dass man ihnen gar nichts anhaben kann, dass es alles nur Einschüchterung und Panikmache ist, so wie alles hier auf dieser 3D-Ebene. Und dann schwindet die Angst vor dem Tod und damit schwinden auch alle anderen Ängste. Weil wenn die Menschen wissen, wer sie sind und wohin sie gehen, dann hat sich das erledigt mit der Angst. Und die Menschen identifizieren sich zu sehr mit der 3D-Ebene. Das heißt, sie haben sich verschmolzen mit der 3D-Ebene und sie sehen sich als dieses Wesen, das sie im Spiegel sehen. Und sie denken, das ist alles, was sie sind. Und daran klammern sie sich dann eben oder an ihrem Eigentum oder an irgendwas, was sie sich erschaffen haben. Und da haben sie Angst, es zu verlieren. Also ich habe mich so programmiert oder ich war schon immer so, dass ich zwar gerne Eigentum habe, Luxus und dergleichen. Ich finde es schön, immer schneller Auto zu sitzen. Ich finde das Affen geil. Gefällt mir. Ist mir lieber wie ein kaputter Roschkübel. Mhm. Mache ich gerne. Aber ich kann morgen weggeben. Interessiert mich da nicht mehr. Also ich bin nicht in ihn verliebt. Und ich klette mich nicht an ihn, an das Eigentum oder an die Materie. Ich kann sofort loslassen. Das interessiert mich eigentlich nicht. Und ein Mensch, der eigentlich wunschfrei ist, und nichts mehr erwartet von dieser Materie, der ist schon ziemlich weit. Aber das darf man nicht verwechseln mit jemand, der nichts hat. Mhm. Weil jemand, der bescheiden kann, ja nur jemand sein, der was hat. Also wenn jemand nichts hat, kann er nicht bescheiden sein, dann ist es Not. Ja. Dann hat er keine Wahl. Aber jemand, der was hat und bescheiden ist, der hat es erkannt. Und aber nicht zu verwechseln mit Heuchelei. Es gibt ja auch viele Heuchler, die was haben und dann aus Angst vor der Neid der anderen heucheln. Mhm. Und die Frage war, wird es so schlimm werden und wird es wirklich ums Überleben gehen? Ja, wir sterben alle irgendwann. Das Leben endet irgendwann immer mit dem Tod, beim einen früher, beim anderen später. Und jeder sollte sich halt mal Gedanken machen, ob es einen Schöpfer gibt, der das Sagen hat. Und wenn du hier inkarniert bist und hast deinen Inkarnationsplan, dann kann doch gar niemand dazwischen funken. Wenn dein Leben so ausgelegt ist, dass du 80 Jahre alt wirst, dann wirst du 80 Jahre alt, egal was passiert da draußen, ob 100 Russlandkriege gibt und 100 Stürme und 100 Kataklysmen, dann wirst du es irgendwie überleben. Und umgekehrt kann es sein, du wanderst aus nach Paraguay und willst flüchten vor allem und wirst dann in Paraguay verhaftet und landest dort im Knast und sitzt dann 10 Jahre im Knast. Oder du rutschst auf der Bananenschale aus in Paraguay und brichst dir das Genick. Also die Menschen sollten einfach lernen, mehr Gott zu vertrauen und mehr sich selber zu vertrauen. Und dann wird die Angst schwinden und dann stellt sich nicht mehr die Frage, überlebe ich, sondern wann komme ich zurück? Zu Gott. Wann darf ich endlich wieder zu Gott nach Hause? Wann habe ich das endlich hinter mir hier? Sananda, du hast es schon ganz kurz angesprochen. Das Wort bereitet mir jedes Mal wieder von Neuem die Schwierigkeiten. Diese Kataklysmen. Kataklysmen. Oder
Kataklysmen. Ja. Hat sich etwas geändert im Bewusstseinsfeld der Erde oder ist einfach alles Karma, was uns einholt und somit unausweichlich? Ich meine, ich weiß, diese Frage habe ich dir immer wieder gestellt, aber es könnte ja sein, dass sich etwas verändert hat inzwischen. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt und ich möchte auch den Menschen nicht irgendeine Hoffnung rauben. Die Menschheit hat es immer noch in der Hand, wie schlimm das Ganze ausfällt. Eine neue Erde wird kommen, muss aber Leute gehen vorher. Es geht nicht anders. Wir können auf der alten Erde keine neue Erde aufbauen. Das geht nicht. Das heißt, die Dunkelheit muss erst verschwinden. Vorher kann man keine neue Erde aufbauen. Die Dunkelheit muss weichen. Und wenn wir sie nicht vertreiben, dann wird sie Gott vertreiben mit seinen Geistern. Und das Bewusstseinsfeld hat sich leider noch nicht groß verändert. Momentan sehe ich immer noch einige Städte, die in 15 Jahren nicht mehr existieren, im Nordosten. Es wird einige Städte, die sehr bekannt sind, einfach gar nicht mehr geben. Die sind einfach nicht mehr da. Und ganze Länder sind nicht mehr da, sogar ganze Kontinente. In Europa sind wir mehr oder weniger eigentlich noch geschützt, vor allem in Zentraleuropa. Das Zentrum des Schutzes ist mehr oder weniger Süddeutschland, Schweiz und Österreich. Das ist das Zentrum des Schutzes. Da wird sich aber auch die Zukunft entscheiden und da wird auch die neue Erde entstehen. Von dort aus wird sie geleitet und aufgebaut werden. Das Alte muss aber erst weichen. Es wird gehen. Also es muss Zerstörung geben. Es geht nicht anders. Deswegen gibt es ja auch den Gott der Zerstörung, Shiva. Also die göttliche Schöpfung ist ja nicht nur die Schöpfung, sondern auch der Erhalt mit Vishnu und die Zerstörung mit Shiva. Das ist die Dreieinheit. Das heißt, das spielt alles zusammen. Mhm. Es gibt nicht nur die Schöpfung, es gibt eben auch die Zerstörung. Und vielleicht erfüllen ja die Dunkelkräfte auch nur ihren Auftrag, um das Ganze zu Ende zu bringen. Sie sehen es natürlich mit anderen Augen. Sie denken, sie glauben ja nicht an sowas. Die sehen es ja nur mit ihren Zielen und Wünschen und ihrem Ego. Aber es gibt ja einen größeren Plan. Und die Menschen müssen einfach lernen, dem größeren Plan zu vertrauen, dem göttlichen Plan zu vertrauen. Sie müssen lernen, zu Gott zu finden und Gott zu vertrauen. Dann haben sie keine Angst mehr, dann stellen sich die meisten Fragen gar nicht mehr. Sananda, ein ganz interessantes Thema in deinem neuen Buch. Du schreibst, dass es in der Innererde 2,5 Millionen Menschen und Wesenheiten gibt. Erleiden die das gleiche Karma wie wir oder kommen diese sogar, um uns zu retten? Und wird überhaupt generell jemand kommen, um uns alle noch zu retten? Ja, gute Frage. Trump hat es nicht geschafft, uns zu retten. QAnon hat uns auch nicht gerettet. Wird uns jetzt Putin retten? Oder kommt vom Kosmos jemand, der uns rettet? Oder klettern sie von unten hoch und retten uns? Das ist die Frage. Nein, niemand muss gerettet werden, weil alles nach dem göttlichen Plan verläuft. Es muss niemand gerettet werden. Wir sind ja hier, um uns zu entwickeln. Und die Menschen verwechseln das Spiel, genannt Leben, mit ihrem tatsächlichen Sein und identifizieren sich mit dem künstlichen Leben und nicht mehr mit ihrem tatsächlichen Sein. Sie müssen sich einfach plastisch vorstellen, sie sind nur in einem Spiel und erfüllen eine Rolle, um sich zu entwickeln, um weiterzukommen, nichts anderes. Wir sind hier nur auf einer Zwischenstation. Es spielt also gar keine Rolle, letztendlich, wie es ausgeht, weil wir sowieso wieder gehen. Wir werden woanders hingehen und einige werden eine neue Erde aufbauen und einige werden ganz nach unten gehen, in niedere Dimensionen und in ihrem Wahn weiterleben und dort Tiere essen und dort als künstliche Intelligenz rumlaufen. Die werden alle das bekommen, was sie möchten, für was sie sich entschieden haben. Es muss also uns niemand retten. Alleine schon die Frage ist spirituell unsinnig. Es gibt keinen Grund, jemanden zu retten, weil wir alle in Gottes Ordnung sind.
Wir sind alle Mitglieder in Gottes Plan. Und warum sollte da jemand gerettet werden? Okay. Sananda, also wir könnten dir noch wirklich stundenlang zuhören. Und auch die Fragen könnten immer weiter so gestellt werden. Aber wir kommen für heute zum Abschluss mit einer letzten Frage. Ich habe sie auch schon öfters gestellt. Das Leid, das früher, derzeit und wohl auch in der Zukunft auf der Erde hier bei uns existiert. Warum ist das so? Und die Menschen fragen sich immer wieder, warum lässt Gott das überhaupt zu? Und was soll das Leid, das es hier gibt und auch noch geben wird, einen Sinn haben? Warum? Ja, die Frage habe ich mir auch mal gestellt vor 20 Jahren, vor 10 Jahren noch, was für einen Sinn hat das Ganze überhaupt, das ganze Leben, was hat denn das für einen Sinn eigentlich? Und die Sinnfrage stellen sich ja immer mehr Menschen. Und das ist eben mangelndes Bewusstsein. Die Menschen müssen eben so weit kommen und den Sinn erkennen. Und dass der Sinn des Lebens ist eben zu erkennen, dass wir gar nicht hierher gehören, dass wir hier wieder weg müssen und wollen. Wenn wir das mal erkannt haben, sind wir ziemlich weit, aber nicht zu verwechseln mit Selbstmordabsichten und dergleichen. Das meine ich nicht. Wir sind hier auf einer Schule, auf einem Lernplaneten. Das heißt, wir haben hier verschiedene Entwicklungsstufen. Wir haben Leute, die leben noch in der Steinzeit, in Saudi-Arabien. Da werden Geistscheider noch geköpft und zum Glück bin ich dort nicht inkarniert. Es gibt Gegenden auf der Welt, im Borneo und im Urwald, da fressen sie noch Menschen. Die sind noch 3.000, 4.000, 5.000 Jahre zurück in der Entwicklung. Und die leben parallel auf unserer Erde. Es gibt in der Innererde gibt es Zivilisationen, die sind uns weit voraus. Die leben in der siebten, achten Dimension. Die sind uns weit voraus. Und es gibt unzählige andere Dimensionen, die wir Planeten nennen, wo wir durch Sternentore hingelangen, wo wir ganz andere Leben wie hier, viel höher entwickelte Leben leben. Und das ist unser Ziel, dorthin zu kommen. Und andere wieder haben wieder das Ziel, wieder dorthin zu gelangen. Weil es gibt ja, der Mensch von der Evolution her kommt ja vom Mineral, von der Pflanze und vom Tier und dann der Mensch. Das heißt, die meisten Menschen haben diese Evolution hinter sich. Die waren schon mal ein Stein. Bei manchen Menschen könnte man es heute noch meinen. Ja, sie waren schon mal ein Tier. Und sie sind jetzt im Mensch inkarniert. Sie haben die Chance bekommen, sich weiterzuentwickeln. Was wir hier bekommen auf der Erde, ist eine Chance. Die Menschen bekommen eine Chance, sich über den Körper, den wir Mensch nennen, weiterzuentwickeln. Das ist eigentlich der Hauptsinn des Lebens, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir zurückfinden zu Gott, dass wir unsere Gefühle wiederfinden, dass wir zur Liebe finden. Das ist der Sinn des Lebens. Und da die meisten Menschen nicht zuhören können und nichts lernen wollen, muss Gott ja irgendeine Möglichkeit schaffen, ihnen die Botschaft zu überbringen. Und wenn jemand nicht zuhört, was willst du dann tun? Du musst ihn ja mit dem Kopf gegen die Wand rennen lassen, damit das kapiert. Wenn du ein Kind hast und dein Sohn sagt immer, ich will aber das und das und das und das tun, und dann sagt der Vater, ja, aber das ist gefährlich für dich. Du könntest dabei sterben und du könntest das und das. Und sagt der Sohn, ach, erzähl mir doch nichts. Und macht es eben trotzdem. Und dann sagt der Vater irgendwann, ja, ich muss ihn eben lassen. Er muss sich eben den Kopf anrennen. Anders wird er es nicht lernen. Und so ähnlich verhält sich auch mit dem Gott und den Kindern Gottes hier auf der Erde. Er muss sie den Kopf anrennen lassen. Sie müssen irgendwann selber erkennen, wie sinnlos das Leid und der Schmerz ist, den sie selber verursacht haben. Das müssen sie selber erkennen, die Menschen, weil sie haben es selber verursacht und sie müssen es selber erkennen. Und deswegen lässt Gott das zu, damit die Menschen sich entwickeln können und selber erkennen, was wirklich wichtig ist im Leben. Und wer sie sind, woher sie kommen und wohin sie gehen.
Und leider geht das bei den meisten Menschen, bei der Masse, nur über Leid und Schmerz. Wenige Kluge lernen durch Erkenntnisse anderer und durch Fehler anderer. Die Masse muss die Fehler selber machen und selber die Erkenntnisse gewinnen. Mhm. Gott hat zu allen Zeiten seine Avatare geschickt, um den Menschen den Weg zu weisen, um ihnen zu helfen. Aber die wurden meistens immer verachtet, bekämpft, verbrannt, geköpft, gejagt und nicht ernst genommen von den Menschen, weil sie sich eben für das Böse entschieden haben. Und einige wenige werden aber gerettet werden, die das alles erkennen und sich zu Gott rückentwickeln. Und die werden eben dieses Schiff hier verlassen. Und alle anderen müssen eben diesen schweren Weg des Leides und des Schmerzes gehen, um zu erkennen. Die ganze Tierwelt hat sich geopfert für die Menschheit, um den Menschen das Bild zu zeigen, was sie doch, wie krank sie doch sind im Kopf, warum, dass sie das doch tun, dass sie lebendige Wesen, die sich freuen, die lachen, die sozial sind, hingehen und denen die Kehle aufschneiden und sie dann später fressen. Die Menschen müssen irgendwann erkennen, wie sinnlos das alles ist, was sie hier gemacht haben die letzten 2000 Jahre und dass sie auf dem falschen Weg waren. Das müssen sie erkennen. Und deswegen muss Gott das zulassen, was passiert. Okay. Sonst würde er die Menschen an der Entwicklung hindern und würde dann immer noch sagen, moi, 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 du darfst aber nicht. Mhm. Und dann sagt der Sohn, warum darf ich das nicht? Weil er es noch nicht verstanden hat. Also muss er den Kopf anrennen. Ja, auseinander. Ich glaube, also diese Erklärung kann diese so oft gestellte Frage schon nach dem Sinn des Leids beantworten. Ja, also, lieber auseinander, du hast uns viel wertvolle und tolle Informationen heute geliefert und beigebracht. Ich kann nur sagen, ich danke dir für deine Geduld, für deine wertvolle Zeit natürlich, für die vielen Antworten und das alles natürlich im Namen unserer Zuschauer. Also ich freue mich schon auf unser nächstes Interview. Vielleicht wird es möglich sein, dass wir das wieder persönlich führen können. Das wäre schön, am Bodensee vielleicht wieder. Aber vor allem wünsche ich dir und deiner Familie alles Gute, das Beste und hoffentlich auf ein baldiges Wiedersehen und danke dir ganz herzlich, Sananda. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute und auch deiner Familie und den Familien vom Kameramann und ich wünsche den ganzen Zuschauern viele Erkenntnisse und viele Aha-Effekte in den nächsten Jahren und ich wünsche allen Zuschauern, dass sie den Weg zu ihrem Herzen wiederfinden werden. Das wünsche ich jedem. So sei es. Das ist schön gesagt von Sananda. Ja, liebe Zuschauer, die Zeit vergeht immer sehr schnell mit Sananda. Ich bedanke mich natürlich auch bei Ihnen, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, vor allem auch Sananda, Sie bald wieder bei uns zu einem neuen Interview mit Sananda begrüßen zu dürfen. Und ich darf vielleicht gegen Ende nochmals das Buch, das vierte Buch von Sananda, empfehlen, und zwar mit dem Titel Überlebenshandbuch für Erwachte. Ein Blick in das Buch, der lohnt sich mit Sicherheit. Damit nochmals herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns schon sehr auf das nächste Interview. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald. Dankeschön. Tschüss. Ciao.